Was geht Leipziger zu einem neuen Stadionblock? Heidenheim gegen RB Leipzig. Und RB Fabian ist da. Und genau heute und Ende letzter Saison war das mein zweiter Stadionblock. In der Zeit, was wir alles erreicht haben, das ist schon crazy. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Ich habe alle Kosten, jede Zeit investiert heute in dieses Spiel. Es fahren nur 650 Mann. Davon ist einer ich. Okay. Es wird nichts Einfaches. Noch leicht erkältet. Hält mich aber noch nicht ab, den Verein nicht zu unterstützen. Deswegen gehen wir jetzt zum Spiel, Leute, und holen uns diese drei Punkte und ich nehme euch jetzt mit. Ciao, ciao. Und wir tun uns generell gerade sehr schwer, vor allem jetzt noch gegen Heidenheim, wird es nichts Einfaches. Wir haben gegen Juventus leider verloren. Also wir müssen weiter die Siegesreihe halten, Leute. Heute darf sie nicht zu Ende gehen. In Heidenheim haben wir auch letzte Saison geschlagen. Und ich hoffe mal, die haben ein besseres Internet. Weil man kann da ja gefühlt nicht mal sein Internet benutzen. Das ist sehr schlecht. So Leute, wir sind jetzt in Ulm und wir fahren jetzt nach Heidenheim. Auf geht's. So Leute, wir sind jetzt in Heidenheim. Jetzt müssen wir diese halbe Stunde zu Fuß gehen. Das ist ja eine Katastrophe hier. Egal. Ich nehme euch jetzt weiter mit und noch eine halbe Stunde sind wir dann vorm Stadion. Leute, wir haben sogar auf dem Weg hier eine Katze gefunden, ja? Eine Katze Abi. Und Leute, mal wieder ist da der Leipziger Bus. Ich bin sehr, sehr hype. Die Jungs bereiten sich gerade vor. David, wenn du mich siehst, ich küsse dein Herz. So Leute, wir sind jetzt da. Das ist... Mal wieder sind wir hier gelandet in diesem komischen Stadion. Ja Leute, wir gehen jetzt rein gleich. So Leute, wir sind jetzt im Stadion drin und ich sag euch Leute, mein Tipp für heute, das wird ein 1-2, wir brauchen heute jeden Punkt, wir müssen an die Tabellenspitze, Leute, das ist wichtig, deswegen 3 Punkte her, Siegesreihe halten, 2-1 oder 3-1 gewinnen, auf geht's Leipziger. So Leute, wir haben jetzt wieder zwei Kameraden, die Gesichter sind euch vielleicht bekannt und die geben jetzt ihre Tipps ab. Moin Moin, was geht? Ich sage, es wird heute ein 2-2, nur ein Punkt aus Heidenheim. Na und du? Ich sag's, es wird heute ein 3-1 für RB. Okay Leute, wichtig, wichtige, gute Ergebnisse. So Leute, unsere heutige Sicht für heute. Diese Zäune, ich schwöre es euch Leute, es ist nicht normal, aber diese Zäune sind katastrophal. Und auch noch die Stange hier. Aber im Großen und Ganzen, mal gucken, ob wir heute uns noch nach hinten setzen können oder so. Aber im Großen und Ganzen geht's fit. Das kann heute ordentlich krachen, Leute, ich sag's euch, das ist nicht ohne, vor allem hier am Zaun, auch wenn da ein Abstand ist, ein Ordner steht. Aber daneben, also, da kann es auch noch sehr krachen, und was da, die Heidenheimer für Stürmer ist katastrophal, was ist das denn? Ja, wir sind ja nicht im Kindergarten. Die Leipziger sind da! Hurra! Hurra! Die Leipziger sind da! Hurra! Hurra! Die Leipziger sind da! Hurra! Hurra! Die Leipziger sind da! Leute, wichtig und richtig auf geht's, Leipzig kämpfen und sehen. Ja Mann, Leute! Unsere Keeper sind da endlich! Wichtig! Ja Mann! Ja Mann! Wo lasst ihr euch denn die Nummer 1? Wann der Ort? Unser Torwarttrainer. Ja, wichtig und richtig. Wichtig, Leute! Unsere Leipziger sind da! Auf geht's, Männer! Auf geht's! Wichtig und richtig! Geil! Vorne ist mein Mann da, bekommen. Immer den Fokus auf. Geil, Leute. Wichtig und richtig. Unsere Männer sind endlich da. Und der Šeško muss heute wieder ein paar Tore machen. Wir freuen uns auf ein geiles Spiel, Leute. Komisch Heidenheimer, wie mit dem Strauß, Alter. Ich werde irgendwas Besonderes, Alter. Echt katastrophal. Aber Leute, wir holen das heute auf. Jetzt bleibt es kämpfen und sich alles unter Leipzig Karte aufgeben. Dann sehen wir spätestens gegen Landbach wieder auf dem Platz. Dankeschön. Und Lusa spielt von Anfang an, Leute. Auch eine sehr große Überraschung. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Baumi pusht nochmal hier unser Ben Martin, Mandewort, Zweitkeeper. Ich bin hype, ich bin sehr heiß. Komm raus.
Leipzig! Foulspiel, Leute, ganz kritische Gelegenheit. Dependa auf dem Boden. Ein Tor für Leipzig. Let's go! Halbzeitfazit, Leute. Ich weiß nicht, was wir gerade spielen. 0-0 gegen Heidenheim. Wir haben klar die besseren Chancen, aber Heidenheim spielt uns manchmal einfach zu einfach aus. Zickzack, Tiki-Taka. Zweite Halbzeit muss besser laufen. Die Chancen müssen rein. Chancenverwertungsprobleme wieder. Aber ich schlaufe dran. Jetzt, Stand jetzt, sage ich, wir können gerne mit 0-1 gewinnen. Hauptsache, wir brauchen den knackigen Sieg. Aber alles noch drin, zweite Halbzeit. Mal gucken, was machen Rose. Mit der Aufstellung machen, mit den Leuten, mit den Spielern auf die Zeit ziehen. Und ihr wisst selber, um 17.30 Uhr ist das Topspiel in Frankfurt gegen FC Bayern München. Und es geht darum, am besten, wir müssen Unentschieden spielen. Wir wollen schließlich in der Tabellenspitze. Dafür müssen wir erstmal unseren Teil machen und 3 Punkte holen. Ohne 3 Punkte, Leute, ist gar nichts. Und hier neben mir links, Leute, ich schwör's euch, die Heidenheimer werden immer bekloppt. Schon letzte Saison, als ich hier war, mucken die Leute hier schon hier rum. Da gerade eben wieder so ein Junge. Aber Leute, ich lasse mir noch nichts sagen, von welchen Heidenheimer, was wollt ihr denn von mir? Wisst ihr? Aber lasst ihr reden, Leute. Wie gesagt, auf geht's, Leipzig. Mal wieder eine Schrift von den Heidenheimern, Leute. Aber sollen sie nur, sollen sie nur. Das juckt uns gar nicht.
1 zu richtig, Leute. Der Mann mit Man of the Match. Wichtig. Geil! Schalalalalalalala. Vorwärts, Rasenball. Rasenball! Es geht weiter, sag ich, der Sieg kommt. Schau, zählt? Boah. Tor zählt nicht, Leute. Schade. Stimme weg jetzt in diesem Tor. Aber immer weiter, Leute. Immer weiter. Wir holen das. Die werden unsicher. Die vertrocknen, Leute. Wir holen das. Und auf geht's, Leute. Nein, 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 nein. Sie sagen zwar keine Buttersäure, weil unser Produkt ja stinkt, aber trinken es selber. Das doch raus, Paulie und Paulke kommt rein, auf geht's, Männer, auf geht's. Komm, Mami! Die letzten 5 Minuten, Leute, wir schnicken uns. Männer! Gelbe Karte. Geil, 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 geil
nach dem Auswärtssieg. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Also, Heidenheim ist crazy. So, Leute, das Spiel ist vorbei. Auswärtssieg, Auswärtssieg, Auswärtssieg. So, Leute, wir gewinnen das Auswärtsspiel in Heidenheim. Und ich habe gleich erstmal 7 Stunden Fahrt vor mir. Und ja. Und das Spiel war crazy. Ein Abseitstor, dann ein Tor. Was war das für ein Spiel? War einfach crazy. Und jetzt geht's weiter. Erstmal Länderspielpause. Und dann geht's bald weiter. Ich freue mich, Leute. Das wird sehr spannend. So, merkt euch, Leute, alles aus der Leipzig ist Kacke und alles, was zählt, ist Rasenball. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und es lohnt sich. Und merkt euch, Forza Lipsia.